Du musst schon überlegt haben, was genau du erreichen willst. Ein bezauberndes, strahlendes Hallo, meine lieben YouTube-Zuschauer und Zuschauerinnen, bei dem neuen Video. In diesem neuen Video geht es um ein Vision Board. Wie erstellt man ein Vision Board? Das war eine Frage, die ich bekommen habe. Ja, und jetzt natürlich bekommt ihr die Antwort. Wie erstellt man nun ein Vision Board? Aber wozu braucht man denn eigentlich ein Vision Board? Lass uns doch mal kurz eine kleine Anekdote über dieses Vision Board erzählen und danach kriegst du vier knackige Tipps, wie du dein Vision Board erstellen tust. Und wenn du dabei Hilfe brauchst, schau mal in den Show Notes. Dort sind alle Informationen, wo du ja, mich kontaktieren kannst und wie du mich kontaktieren kannst. So, also, ein Vision Board ist eine großartige Möglichkeit, deine Ziele und deine Träume zu visualisieren. Es ist ein Werkzeug, das dir hilft, klar zu sehen, was du erreichen willst und wie du es erreichen kannst. Viele Menschen denken, dass nur es um Ziele geht. Aber nein, ein Vision Board ist viel mehr, als du denkst. Es ist ein Weg, um deine Persönlichkeit zu entwickeln und zu erkennen, was du wirklich willst. Es gibt kein richtig und kein falsch. Bei der Erstellung eines Vision Boards, jeder macht es auf seine eigene Art und Weise. Das Wichtigste ist, dass du dich mit deinem Board verbinden tust und es regelmäßig anschauen tust. Sobald du weißt, warum es bei einem Vision Board geht und welche Vorteile es hat, kannst du damit beginnen, dein eigenes Board zu erstellen. Kommen wir mal zu dem Tipp Nummer 1. Finde heraus, was du wirklich willst, bevor du mit dem Erstellen deines Boards beginnst. Muss dir klar sein und du musst schon überlegt haben, was genau du erreichen willst. Was sind denn deine Ziele, deine Träume? Schreibe alles auf, was dir so in deinen Sinn kommt. Je mehr, desto besser. 2. Suche nach Inspirationen. Nun hast du eine Liste mit all den Dingen, die du willst. Jetzt ist die Zeit für die Inspiration. Schau dir Bilder an, lese Bücher, Blogs, schau Videos, alles, was dir helfen kann, dich zu inspirieren. Natürlich gehen da auch Fachzeitschriften oder Zeitschriften allgemein für deine Inspiration dazu bei, dass du in Fülle kommst für neue Ideen und dass du dadurch inspiriert wirst. Tipp 3. Jetzt geht es nun um das Erstellen deines Boards, deines eigenen Vision Boards. Nun hast du angemessene Inspirationen gesammelt. Jetzt geht es an den Aufbau deines eigenen Boards. Dies kannst du für dich auf Pinterest machen oder auch bei Canva.
Und ich schlage dir zweites besser vor, weil das ist nur für dich. Bei Pinterest ist es komplett online. Bei Canva oder mit Papier und Stift ist es nur für dich. Wenn du aber der Typ bist, der nicht digital das erstellen möchte, dann wie gesagt, mit Papier und Stiften und eine Schere, wo du dein eigenes bisschen Borscht selbst erstellen kannst, wo du mit mehreren Farben draufschreiben kannst, malen kannst, Bilder draufkleben kannst und so weiter und so fort. Und der vierte Tipp, verbinde dich mit deinem Board. Ja, du hast richtig gehört, verbinde dich mit deinem Board. Oh Michael, wie soll das funktionieren? Fragst du dich sicherlich jetzt. Okay, ein Vision Board ist nicht wertvoller, wenn man es nur anschaut und dann vergisst. Verbringe Zeit damit, dich und mit deinem Board. Und geh mit deinem Board in Verbindung. Meditiere jeden Tag darüber. Betrachte es als Werkzeug, das dir hilft, deinen Traum, deine Ziele zum Leben zu erwecken. Denn deine Ziele, deine Träume müssen gelebt werden. Mache jetzt den ersten Schritt und beginne noch heute damit, dein Vision Board zu erstellen. Und wenn du darin Unterstützung brauchst, schau gerne in den Shownotes vorbei. Dort findest du alle meine Kontaktdaten. Und ich wünsche dir viel Spaß beim Erstellen deines eigenen Vision Boards. Dein Michael.